Herr Fiebiger, wie sieht's aus? Mit welchen Erwartungen sind Sie hier nach Sofia gekommen? Ja, bevor ich meine Erwartungen hier preisgebe, möchte ich erstmal dem Weltsportverband, dem ICSD und dem bulgarischen Ausrichter natürlich ein ganz großes Lob zollen, dass sie das in so kurzer Zeit noch geschafft haben, die für die Gehörlosen wichtigsten Spiele überhaupt, die Deaflympics, auf die Beine zu stellen. Seit 1924 gibt es diese Deaflympics und wir werden hier die 22. Sommer-Deaflympics erleben, die mit Sicherheit über 4000 Sportlerinnen und Sportler anzieht. Wir werden aus den osteuropäischen Ländern eine sehr große Konkurrenz bekommen. Aber ich denke mal, die deutsche Mannschaft wird sich der Verantwortung oder der Herausforderung stellen und wird hier der Konkurrenz Paroli bieten. Wenn man weiß von anderen Spielen, welcher Aufwand da betrieben wird, wie groß die auch finanziellen Belastungen sind, wie sieht das bei Ihnen aus, bei Ihren Deaflympics? Ja, also im Großen und Ganzen wird die Entsendekosten für unsere deutsche Mannschaft, die ja immerhin 201 Teilnehmer umfasst, werden vom Bundesministerium des Inneren getragen und da sind wir erstmal gut versorgt mit. Wenn Sie sagen, von Schlange stehen, wie sieht das aus? Wo könnten Sie sich noch mehr wünschen, was beziehungsweise der Öffentlichkeitsarbeit oder anderen Dingen betrifft? Ja, einfach mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich das so betrachte, wenn man hierher guckt, das mediale Interesse ist ja nicht so groß wie bei den Paralympics. Da würde ich mir schon etwas mehr Aufmerksamkeit wünschen, gerade auch von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Da wäre es sehr wichtig, dass wir auch dabei wären. Und hier müssen wir ein eigenes Fernsehteam mitnehmen, um überhaupt die Gehörlosen bzw. auch die Öffentlichkeit in Deutschland zu unterrichten, dass es diese Spiele gibt. Denn uns sieht man ja praktisch gar nicht. Menschen mit Handicap gibt es ja viele auf der ganzen Welt. Wie sieht das aus? Sind die Teilnehmer mehr geworden? Sind sie weniger geworden? Was können Sie uns dazu sagen? Also die Deaflympics haben in den letzten 10 Jahren also einen großen Zulauf gewonnen. Wir hatten 2001 in Rom ungefähr 2000 Sportler. Wir hatten in Taipei 2009 schon 2400. Und hier sagt man, sind Anmeldezahlen von 4000 Sportlern schon mal. Das ist ein großer Sprung nach vorne, so sehe ich das. Welche Wünsche würden Sie jetzt an Ihre deutsche Mannschaft aussprechen, Sie als Vizepräsident? Ja, für jeden Teilnehmer von unserer Mannschaft würde ich erstmal wünschen, dass er seinen Traum erfüllt, dass er sich das sportlich gesetzte Ziel schafft. Für den einen mag es sein, dass es der Einstieg im internationalen Spitzensport ist, für den anderen ist es das Treppchen oder die berühmte Medaille. Ich wünsche mir insgesamt für die Mannschaft, dass sie wesentlich besser abschneidet als 2009. Dort sind wir 16. in der Nationenwertung gewesen. Und ich bin guter Dinge, dass wir da drüber wegbleiben. Was würden Sie den Teilnehmern bei uns in unserer Mannschaft noch mit sagen wollen, wenn es nicht geklappt hat? Ja, einfach nicht aufgeben, denn dabei sein ist alles. Das ist ja der olympische Gedanke. Und ich komme eben gerade von einem Volleyballspiel unserer jungen Volleyballmannschaft der Damen. Die haben in 5 Sätzen ein sehr großes und ein kampfbetontes, aber auch emotionales Spiel knapp verloren. Und da muss man einfach nicht aufgeben. Das nächste Spiel kommt und das werden sie vielleicht gewinnen oder werden sie mit Sicherheit gewinnen. Und das ist denn der sportliche Erfolg, den es überhaupt ausmacht.